Hallo alle zusammen, ich denke, es ist wieder an der Zeit, Kopfhörer zu testen. Heute also habe ich diese Lobkin S11 Plus mit Bluetooth sowie aktiver Geräuschunterdrückung vor mir. In diesem Video spreche ich darüber, wieso ich denke, dass genau diese bestimmten Kopfhörer perfekt für Reisen sind oder wenn man halt allgemein so unterwegs ist. Und nein, keine Panik, der Preis ist an sich recht angemessen mit rund 42 Euro derzeit auf Amazon. Und was mir bei Kopfhörern dieser Art schon aufgefallen ist, ist, dass der Preis nicht unbedingt die Qualität diktiert. Ich meine sicher, bei der Verarbeitungsqualität wird man es oft schon merken bei diesen Low-Budget-Modellen, aber was Sound und Features angeht, gibt es auch überraschend gute Modelle unter der Menge. Es kommt halt darauf an, welches man sich genau von welcher Marke holt. Aber lasst mich eins gleich vorweg klarstellen, diese hier von Lobkin sind keineswegs perfekt, nur damit ihr es wisst. Dennoch wohl eine super Wahl für unterwegs. Solltet ihr euch diese also nun holen oder nicht? Schauen wir mal. Der erste Eindruck war schon mal stark bei mir. Die Verpackung sieht dann doch irgendwie premiummäßig aus und darin werden wir direkt von diesem netten Tragetäschchen oder Köfferchen begrüßt, worin sich die Kopfhörer gut geschützt samt dem ganzen Zubehör und so befinden. Wie gewohnt erhalten wir das übliche Micro-USB-Ladekabel, ein 3,5 mm Audiokabel, ein weiterer dieser Adapter fürs Flugzeug und offensichtlich die Anleitung. Die Kopfhörer an sich lassen sich jetzt so zusammenklappen, sind drehbar. Ja, enorm viel Flexibilität ist hier gegeben. Also ob man sie jetzt einfach sicher verstauen will oder um den Hals tragen möchte, alle Möglichkeiten sind einem hier gegeben. Die Größenverstellung funktioniert eigentlich auch ziemlich gut und das ästhetische Appeal dieses S11 Plus Modells ist eigentlich auch geil, würde ich behaupten. Obwohl man doch irgendwie merkt, dass der ganze Spaß plastikmäßig wirkt. Und genauso fühlt es sich auch an, reiner Kunststoff. Also wobei der Kopfbügel zwar recht solide verarbeitet zu sein scheint, mache ich mir ein wenig Sorgen wegen der Scharniere und Ohrmuschelhalterungen. Diese scheinen nämlich nicht sonderlich robust zu sein. Aber einen Vorteil gibt es hier dadurch und der wäre das geringe Gewicht. Das sind wohl die leichtesten Kopfhörer, die ich bisher testen durfte und der Tragekomfort ist 1A, wenn ihr mich fragt. An meinen Kopf passt sich das Ganze gut an und natürlich spielt auch die weiche Polsterung der Ohrmuscheln eine große Rolle. Kommen wir nun zu der Bedienung. Auf der rechten Ohrmuschel erhalten wir drei Tasten. Eine davon der Multifunktionsbutton, der als Powerplay-Pause fungiert und dann noch die Plus-Minus-Tasten für die Lautstärkensteuerung und das Wechseln der Songs. Selbstverständlich gibt es auch einen Micro-USB-Ladeanschluss sowie einen 3,5 mm Eingang, wenn man lieber das Kabel nutzen will. Der Schalter für die aktive Geräuschunterdrückung ist auf der linken Ohrmuschel zu finden. Und wie immer habe ich natürlich nicht viel erwartet, aber eigentlich wurde hier ein doch guter Job geleistet. Diese Art Brummen, das man bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch bei meinem glorreichen PC hört, wurde größtenteils tatsächlich unterdrückt bzw. ausgeblendet. Also das scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl dadurch der Sound beim Musikhören doch beeinflusst wird. Im Grunde wirken die Höhen dadurch verstärkt. Aber ihr kennt mich ja, ein Fan von Geräuschunterdrückung war ich ja nie richtig einer. Es gibt hier an der Stelle noch eine Frage zu klären. Wie ist der Klang? Gut, um ganz ehrlich mit euch zu sein, ich habe definitiv schon Besseres gehört, aber gleichzeitig eben auch genauso viel Schlechteres. Diese Dinge, muss ich sagen, klingen eigentlich doch recht akzeptabel. Vielleicht ein wenig blechern, der Bass fällt aber trotzdem punchy und stark aus. Vielen gefällt sowas sehr, mir allerdings nicht so, da ich es mehr linear bevorzuge. Müsste ich hier also eine Schwäche rauspicken, würde ich sagen, es wären die Mitten. Mit dem Equalizer lässt sich da zwar noch etwas rausholen, aber viel bringt das in dem Fall nicht. Ansonsten aber ordentliche Kopfhörer, besonders für unterwegs. Der Akku soll scheinbar 12 Stunden halten, was ich leider nicht testen konnte, da ich nicht ausreichend Zeit hatte, 12 Stunden oder sogar länger Musik zu hören. Okay, versteht mich nun nicht falsch. Soundtechnisch sind das keineswegs die besten, aber es ist die Kombination mehrerer Sachen, die dafür sorgen, dass diese sehr gut zum Reisen dienen könnten. Das sind unter anderem Sachen wie das geringe Gewicht und der super Tragekomfort. Wahrscheinlich sind das sogar die leichtesten, die ich jemals auf dem Schädel hatte. Jedenfalls phänomenaler Komfort und federleicht. Nicht wörtlich nehmen bitte. Die einzige Schattenseite dabei wäre vielleicht die etwas schlechtere Klangwiedergabe im Vergleich zu ähnlich teuren Modellen. Trotzdem, bei Preisen wie 42 Euro haben alle Kopfhörer so ihre Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Und wahrhaftig ein perfektes Modell in allen Bereichen zu dem Preis zu finden, ist nahezu unmöglich und äußerst unrealistisch. Nichtsdestotrotz konnten mich diese geräuschunterdrückenden Kopfhörer von Lobkin auf ihre ganz eigene
eine Weise zufriedenstellen. Ich vergebe hier somit meine wohlverdiente Silberauszeichnung. Und wie immer natürlich, danke fürs Zuschauen.